Willkommen zurück, Leute. Im letzten Part haben wir hier ein saublödes Rätsel gelöst. Und wir sollen ins Casino schauen, weil es da anscheinend Stress gab. Und wir lassen uns das natürlich nicht nehmen und schauen mal nach. Anfangs hieß es, es hat mit dem maskierten Gentleman zu tun, doch das hat sich dann als wahrscheinlicher Fehler herausgestellt. Und deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hin. Die Musik ist ja geil. Was? Ich soll einsehen, dass ich verloren habe? Der Croupier hat Tomaten auf den Augen, Mann, nicht ich. Ach, jetzt dämmert's mir. Du willst mir die Schuld in die Schuhe schieben, wie? Das ist doch total lächerlich. Wir haben alle einmal einen schlechten Tag. Ich muss Sie nun leider auffordern, unser Etablissement zu verlassen. Na klar, Pomadenkönig. Runter mit der Sonnenbrille. Ein echter Kerl schaut anderen direkt in die Augen. Augenblick, die Herren. Wir sind doch alle erwachsene Menschen. Da ziemt es sich doch nicht derart laut zu werden. Meine Rede, meine Rede. Ein Gentleman verliert nie die Kontenance. Oho, so sieht man sich wieder. Streitereien gehören nun einmal zum Leben dazu. Doch der Mann von Format bedient sich ausschließlich friedlicher Mittel. Lassen Sie uns diese kleine Reiberei doch lieber auf eine elegante Art lösen. Ich schlage ein Rätselduell vor. Sehr gerne, fahren Sie fort. Pah! Fang aber nicht dazu heulen an, wenn ich dich fertig mache, du Schnösel. Ein oller Zylinder auf dem Kopf macht dich noch nicht gleich zum Rätselhelden, Kollege. Dieses Mal mache ich dich alle. Direkte Konfrontationen gehören sich zwar nicht für einen Gentleman, doch einem Rätselduell mag ich nicht widerstehen. Alles klar, nimm dich in Acht. Mach schon, Narziss, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gemach, gemach, Gentlemen. Sie befinden sich in einem Casino und hier dreht sich natürlich alles um den Jeton. Also wollen wir unser kleines Duell passenderweise ebenfalls mit diesen runden Glücksbringern bestreiten. Diese Jetons erscheinen wirklich willkürlich platziert, doch Obacht, jede senkrechte Spalte ergibt zusammengerechnet genau 15. Okay. Doch welch unhaltbare Situation, die waagrechten Reihen erfüllen diese superbe Symmetrie mitnichten. Wie überaus unschön kann jemand den armen Reihen zu einer ebenso famosen Einheitlichkeit verhelfen? Wobei wir beim Rätsel wären. Platzieren Sie die so, dass es jeweils 15 ergibt. Denke, die Regeln haben sich mir durchaus erschlossen. Was? Wunderbar, jede Reihe und Spalte gibt in der Summe 15. Bravo, unser Gentleman wird einmal wohl seine Niederlage eingestehen müssen, nicht wahr? Nicht unbedingt. Es mag wohl stimmen, dass diese Lösung alle Bedingungen des Rätsels erfüllt. Klar tut sie das. Worauf willst du hinaus, Edelschwätzer? Aber mit Verlaub, meiner Auffassung nach gibt es eine ungleich elegantere Lösung. Wie meinen Sie das? Alle Reihen und Spalten ergeben genau 15. Sie scheinen mir ein schlechter Verlierer zu sein, mein Bester. Luke, erinnert dich dieses Rätsel an etwas Bestimmtes? Aber ja, es sieht ganz so aus wie ein magisches Quadrat und die habe ich hier in der Schule so gehasst. Genau, allerdings ist die Lösung, wie wir sie hier sehen, leider noch unvollständig. Stimmt, Professor, die Reihen und Spalten stimmen zwar, aber die Diagonalen sollten ebenfalls 15 ergeben. Narziss, sag was, ich habe die Dinger doch genauso gelegt, wie du es mir... Psst, Frankie, stimmt ja, deine Lösung war perfekt, du hast die Sache gewonnen, kein Zweifel. Mein Herr, Sie müssten mir schon eine Lösung präsentieren, die besser ist als perfekt. Nun gut, wenn ich kurz dürfte... Aber du musst es in weniger Zügen schaffen als ich, klar, sonst zählt es nicht. Einverstanden, ich werde das magische Quadrat lösen, indem ich nicht mehr als zwei Jetons berühre. Das scheint mir unmöglich, aber bitte überzeugen Sie sich doch über uns doch vom Gegenteil. Ich lege die Jetons schnell wieder zurecht. Sechs und neun sind 15.
Geht also schon mal nicht. Sechs und drei sind neun und sieben sind 16. Oh Mann. Lasst mich mal kurz nachdenken. Was? Ich kann die hin und her schieben, wie ich will. Mit einem dieser Kugeln. Alter. Gut, dann lass mich nochmal neu überlegen. Du gehst mal wieder zurück. Wenn ich die 7 hochleg auf die 5, dann habe ich hier 17, dann muss ich die 2 dahin tun, also brauche ich die 4 weg. Die 4 weg. Ich habe jetzt nur in die obere Reihe eigentlich gearbeitet, das war irgendwie witzlos. Ein Jetor zu benutzen, um andere zu verschieben, ein brillanter Einfall. Äußerst freundlich, wie Sie sehen, ergeben sich nun zu Reihenspalten und Diagonalen zu mir jeweils glatte 15. Wer kommt denn auf so eine blöde Idee? Ein vollendetes magisches Quadrat birgt eine ganz besondere Schönheit in sich, nicht wahr? Ich muss Ihnen zustimmen. Mir bleibt keine andere Wahl, als unserem Gentleman den Sieg zuzusprechen. Narziss, du verkohlst mich doch! Ich hatte doch schon gewonnen! Nun, leider war diese Lösung besser und effizienter als deine Frankie. Für mich bleibst du Gewinner der Herzen, zweiter Sieger. Das ist doch was, oder? Und jetzt geh, wir sehen uns später. Du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen. Ich krieg dich schon noch, das verspreche ich dir. Adios. Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Vorfall derart elegant gelöst haben. Herr Ledor kann derzeit wirklich keinen Einmannaufstand in diesem Casino-Gelände gebrauchen. Es war mir ein Vergnügen und ich war zugegebenermaßen sehr angetan von der unverhofften Herausforderung. Mein Dank gilt auch Ihnen, Herr... Oh, ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Ich bin Drake und ich leite dieses Casino. Wie kann ich mich für Ihre Schlichtung erkenntlich zeigen? Ich bin Professor Herschel Layton, sehr angenehm. Und es bedarf keines Lohns. Ich bin überaus erfreut, dass das Problem so friedlich gelöst werden konnte. Ich hingegen wäre einer angemessenen Belohnung nicht abgeneigt. Sie sind Narziss, nicht wahr? Kommen Sie demnächst wieder vorbei. Das werde ich. Merken Sie sich mein Gesicht gut. Irgendwie beschleicht mich der Gedanke, dass dies alles nicht so spontan geschehen ist, wie es aussah. Wie dem auch sei, konzentrieren wir uns nach dieser kurzen Unterbrechung wieder auf unsere Ermittlungen. Jetzt spielen wir erstmal, yeah. Dü, 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 dü. Oh. Komm schon, ich will. Ich will doch ein Amiga Bandit spielen. Achso, jetzt habe ich mit ihm gesprochen. Das mit dem Aufruf vorhin tut mir wirklich leid, Herr Professor. Nicht doch, ich nehme an, die Unruhe hat sich wieder gelegt, korrekt? Absolut, danke. Natürlich haben wir wie immer mal ein paar aufgebrachte Gäste in einer Spielbank, bleibt so etwas leider nicht aus. Aber Sicherheitspersonal ist immer ziemlich schnell zur Stelle. Vielleicht sollten wir hier ebenfalls Rätselduelle einführen. Ich bin jedenfalls froh, dass wir Herrn Ledor nicht mit der Sache belästigen mussten. Oh, ist Herr Ledor etwa in das Tagesgeschäft involviert? Ja, durchaus. Er kümmert sich selbst um die kleinsten Details. Hat er sich gerade die Haare gebürstet? Deswegen respektiere ich ihn auch so sehr. Es wäre mir wirklich angenehm, wenn Herr Ledor nichts von diesem kleinen Zwischenfall erfahren würde. Ich gebe Ihnen mein Wort. Wunderbar, ich bin Ihnen aufs Äußerste verbunden, Herr Professor. Ach, und es war kaum zu übersehen, dass Sie ein Rätselnarr sind. Ich hätte hier noch eins für Sie als Belohnung sozusagen. In diesem Rätsel geht es um einen Spielautomaten, wie wir ihn hier auch im Casino haben. Echt, oder? Dieser einarmige Bandit funktioniert nicht nach dem Zufallsprinzip.
Im Gegenteil, bei jedem Zug werden die Nummern nach einer festgelegten Regel bestimmt. Diese Regel sollst du nun herausfinden und die nächsten 4 Ziffern voraussagen, aber Obacht, du hast nur 5 Versuche. Berühre die Ziffern auf dem Touchscreen, um deine Vorhersage zu treffen. Also erst war es 3006. Nein. Dann ist es 3107. Dann ist es 3108. Dann ist es 3009. 3110. 3110. Dann ist die nächste Zahl 3011. Oder? Bäm! So sollte es klappen. Warum kann ich jedes Rätsel so leicht sein? Das war ein wahres Vergnügen. Na, ein Datum, der letzte des Monats. Wäre witzig, wenn Sie mit dem 28.02. angefangen haben. Das wäre total gemein. Ich hoffe, meine kleine Knobelei hat Ihnen gefallen. Durchaus, sie war überaus interessant. Ein solches Rätsel ist mir bisher noch nie begegnet. Ja, mir auch nicht. Nun, ich will Sie nicht länger von Ihren Ermittlungen abhalten, aber kommen Sie doch mal wieder vorbei. Und probieren Sie unseren Krabbencocktail, der ist Weltklasse, insbesondere für eine Wüstenstadt, das sage ich Ihnen. Äußerst interessant. Gut, na dann, ciao. Oh, Schreck, wie die Zeit vergeht. Nun aber hurtig. Wir sollten uns ganz schnell zum Vergnügungsbad begeben. Gut, die Gruselkirmes ist am nördlichen Ende der Stadt, wenn ich mich recht erinnere. Endlich! Gruselkirmes, wir kommen! Ja, wir kommen im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.